CDU und FDP sagen im Moment eigentlich eher gar nichts. Es wird in der Öffentlichkeit über völlig nebensächliche Themen und Fragen diskutiert und gestritten. Ob das Fahrten sind, ob das Geburtstagsfeiern sind, alles nebensächliche Themen. Im Kern geht es um Zukunftsgestaltung unserer Gesellschaft, um wichtige Fragen, zum Beispiel im Gesundheitswesen. Dass die FDP das Gesundheitssystem völlig privatisieren will und auch die Versicherung völlig privatisieren will, dass die CDU nach wie vor Kopfprämien fordert, all dieses wird in der Öffentlichkeit im Moment nicht laut gesagt, man schleicht sich so dadurch. Die SPD hat die klare Alternative. Sie heißt Bürgerversicherung, eine Versicherung, die notwendig ist, weil alle in sie hineinzahlen, alle die Risiken tragen und alle mit dafür sorgen, dass das Gesundheitssystem stabil bleibt und finanzierbar bleibt. Wir müssen auf Rehabilitation und Prävention setzen. Menschen müssen sich Gesundheit auch leisten können und erlauben können. Wir müssen dafür sorgen, dass sie es tun können. Wir in Bad Sassendorf, in Bad Wallisborn, in Bad Westernkotten, wir wissen, dass davon viele Arbeitsplätze abhängen. Wir wissen, dass die Menschen diese Hilfen dringend nötig haben. Und wir haben ein hohes Potenzial an Qualifikation, an qualifizierten Menschen, die diese gute Arbeit auch für andere Menschen leisten können. Arbeit ist das wichtigste Thema für die Menschen im Moment. Die vielen Gespräche, die gerade geführt werden, die ich geführt habe, zeigen immer wieder, dass das Problem Arbeitslosigkeit, habe ich in Zukunft eine Arbeit, kann ich meine Familie ernähren, mit das wichtigste Thema ist. Neue Arbeitsplätze entstehen nur durch kreative Ideen, entstehen durch innovative Unternehmen, entstehen durch einen aktiven Mittelstand, entstehen dadurch, dass wir Wissenschaft und Unternehmen zusammenbringen, indem zukunftsfähige Arbeitsplätze geschaffen werden. Dafür haben wir im Kreis Soest ein hohes Potenzial an Unternehmen, an wissenschaftlichen Einrichtungen, die wir endlich zusammenbringen müssen, damit das, was sie leisten können, zusammengebracht wird für mehr Arbeitsplätze, für gute Arbeit im Kreis Soest. Die Linken mit ihren Positionen, ihren wirren Positionen und ihrer Partei, die sich als regierungs- und verantwortungsunfähig darstellt, kann keine politische Alternative sein, in welchem Regierungsbündnis auch immer. Für mich kommt ein Bündnis mit diesen Linken nicht in Frage. Gerade bei Familien mit Kindern ist es notwendig, weiter nachzubessern. Wir haben begonnen. Die 100 Euro zum Schulanfang sind ein Punkt, mit dem wir den Familien geholfen haben, einen besseren Start ihrer Kinder in die Schule zu bekommen. Ich selber habe über die Schule die Projekte mit unterstützt, wo ehrenamtlich Geld gesammelt wurde, um Tornister, um Stifte, um anderes zu kaufen, weil die Kinder dieses nicht hatten oder die Familien das Geld dafür nicht hatten. Aber unsere 100 Euro, die wir da durchgesetzt haben, sind ein Anfang. Solche konkreten Fälle, solche konkreten Ansatzpunkte sind notwendig, damit das, was wir da verbessern müssen, auch bei den Kindern tatsächlich ankommt. Im Moment wird ja sogar viel über Steuersenkungen, Steuerentlastung geredet. Das wird nicht gehen, weil wenn wir diese Aufgaben als Staat schultern wollen, im Interesse der Menschen in diesem Lande, dann brauchen wir stabile, solide Finanzen und wir brauchen eine klare Schwerpunktsetzung. Eine Schwerpunktsetzung bei den Ausgaben auf Bildung, Arbeit und Soziales, weil es geht darum, dass wir die Wirtschaft, dass wir die Menschen, dass wir die Zukunft dieses Landes voranbringen. Und das geht nur in diesen Bereichen. Dort wird Arbeit geschaffen, dort wird mit Bildung für die Zukunft vorgesorgt. Das ist die Zukunft unseres Landes, mit der auch gute Arbeitsplätze gesichert und geschaffen werden können. Und nur die, die Arbeit haben, und nur die, die produzieren, zahlen auch letztendlich die Steuern, die wir brauchen, um unser Land vorwärts zu bringen.